Hallo, das ist der Full of Games und nachdem wir beim letzten Mal Big zu 100% completed haben, gehen wir wieder zurück zu Sonic und werden mal gucken, dass wir bei ihm in der Hauptstory weiterkommen, um zu verstehen, was hier wirklich los ist. Und vielleicht schaffen wir sogar einen zweiten Charakter. Schauen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht mal, wo wir gerade sind, aber das werden wir jetzt, denke ich mal, recht schnell herausfinden. Und wir stehen vor den Mystic Ruins. Puh, und ich glaube, wir müssen hier uns ein bisschen rumfinden. Und da sehe ich tatsächlich irgendwas blinken oder werde ich einfach mal sehen, dass wir mal da hingelangen. Können hier tatsächlich rein und ich sehe einen geheimen Pfad und oh, das ist aber nichts für uns, ne? Das ist ja wunderbar. Oh Gott, okay, ich war aber ein bisschen getrappt. Das ist was für Knuckles, das ist was zum Ausgraben, da darf er dann lang. Und das ist hier ein kleiner Irrwald, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber wir finden hier schon, wo wir lang können. Wir sind ja ein bisschen noch abgesprungen vom Schiff, was heruntergefallen ist und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ja, wir einfach mal ein bisschen sehen müssen, wo wir hin wollen. Wir können hier runterspringen über uns. Und sterben. Das ist ja wunderbar. Das könnten wir machen, aber das wäre ja dumm. Das wäre ja dumm. Das machen wir nicht nochmal. Wir haben natürlich gesehen, dass die Pyramide, da können wir hingehen. Tatsächlich scheint das auch offen zu sein. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir hier rein, weil hier tatsächlich das Level war, was wir gesucht haben, weil wir da auch nicht gespawnt sind. Stimmt, wir sind gelandet und so. Tja, ich erinnere mich tatsächlich wieder, was los war. Wunderbar. Genau, dieses Level Lost Worlds, was eigentlich recht cool ist. Muss ich sagen, schön altertümlich und so. Und gehen wir mal lang und suchen einfach mal ein bisschen, was hier so los ist. Und dodgen dem Ganzen ein bisschen. Und das ist mit dem Hobelgrab eigentlich recht cool gemacht, muss ich ganz echt gestehen. Also, die Level sind teilweise schon echt cool. Vor allem, wenn sie jetzt Sonic Level sind, ne? Und hier können wir schön lang laufen. Was so ein bisschen der Sinn von Sonic Level ist, einfach ein bisschen lang laufen. Von mir aus hin, das ist ein Ausweich. Sonic ist übrigens Jesus. Guckt euch an, wie der da langlaufen kann. An der Decke. Ja, es ist ein bisschen älteres Spiel, nicht? Muss man ja auch mal nochmal anmerken, glaube ich. Und haben wir es hier geschafft. Und muss mal gucken, tatsächlich, was hier der Weg ist. Sieht das mal richtig aus? Da gab es eben eine andere Option noch. Oh Gott, wir sollten aber auf jeden Fall nicht auf die Spikes. Das wäre eine schlechte Idee. Und wir sollten den Checkpoint dann auch noch mitnehmen. Super. Und abgeben wir in den Mund der Schlange, auf dass es irgendwas hier gibt, was wir finden. Was Tolles. Oh ja, wir sehen die Schlange hier, ne? Die wird nochmal wichtig, gehe ich mal davon aus. Gehe ich nicht davon aus. Dann sterben wir, weil uns Wasser fallen. Gut, dass wir den Checkpoint genommen haben. Deswegen wollten wir den haben. Weil sonst wäre es ein bisschen unangenehm geworden mit dem Respawn. Ja, wir müssen die Hebel betätigen. Also sehen wir hier den ersten Hebel und betätigen ihn einfach mal. Let's go. Okay, zack, haben wir einen Hebel betätigt. Dann sehen wir die Schlange und wir müssen hier drauf. Die kann uns nur mit unter Wasser nehmen. Das ist ein bisschen scary unter Wasser. Aber Sonic ist nicht so ein Typ, der einfach absäuft. Der kriegt das hin. Auch wenn die Schlange bekloppte Sachen macht. Und das sieht doch mehr nach einem Hebel aus, den ich betätigen möchte. Easy peasy lemon squeeze. Zack, Hammer in der Hebel. Ich hoffe, dass ich nicht einen ausgelassen habe. Das wäre schlecht. Aber ich meine, mal sehen. Da hinten scheint noch ein Hebel zu sein. Ja, ich hoffe mal, dass die Schlange mich einfach weiterbringt und dass das was passen, was das werden wird. Dann scheint aber der zweite Hebel zu sein. Wir haben den schon gesehen, dementsprechend passt das Ganze. Haben den zweiten Hebel betätigt. Zack. Müssen noch den dritten betätigen und dann haben wir das Ganze. Oh, Achtung. Wir sollten aber nicht hier gestampt werden von den Spikes. Das wäre sehr schlecht. Müssen jetzt mit dem Sprung aufpassen. Und wir schaffen das. Easy peasy. Wasser muss noch hoch. Und jetzt sollten wir mit der Schlange, wenn wir hier lang laufen und schnell genug sind, den letzten Hebel betätigen können. Zack, bam. Offenes Tor. Damit sollte uns, glaube ich, die Schlange vermutlich sogar dahin bringen. Müssen jetzt nur auf die Schlange warten. Das scheint der Ausgang zu sein. Genau, da kommt schon die Schlange. Unser Taxi, um uns abzuholen. Ich wäre beinahe runtergefallen. Das wäre scary gewesen. Die Schlange bringt es erstmal unter Wasser. Ich mag das nicht, dass ich hier bewegt werde von der Schlange unter Wasser. Das ist ein bisschen scary, weil ich Angst habe, runterzufallen. Und ich wäre... Ah, das ist nicht angenehm. Aber wir können springen und landen hier da, wo wir müssen. Und können durch den Durchgang gehen. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Perfekt. Gut, haben natürlich einen guten Checkpoint. Das ist... Im Hintergrund sind sehr schöne JPEG-Landschaften. Wunderschön. Aber was wir machen, ne? Das ist ein älteres Spiel. Oh! Ich kann das Licht ändern und das Licht auf den Spiegel hier schießen. Genau, jetzt haben wir hier Licht. Wunderbar. Ich möchte nicht vom Feuer getroffen werden, das wäre schlecht. Okay, wir haben wieder Licht. Das ab auf den Spiegel.
Licht auf den Spiegel. Licht auf den. Okay, Licht auf den Spiegel. Können wir nämlich sehen, was hier passiert. Wir sollten den Schutzschild mitnehmen. Das kann es auf jeden Fall nicht missfallen, zumindest. Noch mehr Licht. Ich würde sagen, das sieht ganz klar nach etwas aus, was wir hier abgeben. Ich weiß gar nicht, wofür wir das hier übrigens brauchen, aber es sieht zumindest schon mal ziemlich notwendig aus. Weil, wenn alles dunkel ist, dann ist, denke ich mal, das nicht so praktisch. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Licht. Komm schon. Das ist nicht so genau. Eigentlich müsste das schon reichen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber, wir drücken einfach mal die Pfeiltasten bis... Ja, genau. Das hat nicht getroffen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... Hey, es wird gepasst haben. Okay, hier müssen wir uns irgendwie aufladen. Hier müssen wir mal unsere Ability verwenden. Oh, guck mal, wie wir da rübergekommen sind. Und das nächste Check. Oh, ah, das ist Flying Section. Das ist eigentlich ziemlich cool. Müssen wir Abwechslung. Wollen die Coins haben. Coins, ah, verdammt. Ich habe ein paar verpasst. Oh Gott, mit dem Wasserfall geht's runter. Und wir landen aber auf der Jump-Plattform. Das heißt, perfekt und schnell kommen wir hier durch. Und das ist doch fein. Kriegen jetzt hier tatsächlich auch, India Jones mäßig einen Stein ins Gesicht, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Also los geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und der ist sogar, der brennt sogar. Ich meine, wir haben das Schutzschild, das heißt, es sollte erstmal passen. Oh, kriegen sogar ein Coin, wunderbar. Und jumpen hier. Oh Gott. Ich wäre beinahe runtergejumpt. Aber alles gut. Nächster Safe Point. Das ist auch ein etwas längeres Level. Das ist auch viel, was halt. Das war eigentlich richtig cool. Und dann das Schutzschild verloren, wunderbar. Das war natürlich der Plan, mein Schutzschild zu verlieren. Ich sehe nix. Gehen wir wieder raus. Ist ja auch egal. Und ich glaube... Oh ja, das Level ist echt lang, weil das hier dauert tatsächlich ein bisschen was. Ich glaube, ich kann hier... Genau, ich kann... Genau, stimmt. Das ist quasi ein bisschen rätselmäßig. Ich kann auf denen laufen, wenn sie leuchten, wie eben schon gesagt wurde. Und das hilft mir ein bisschen in dem Level. Weil natürlich es gleich weiterbringt und so. Das ist bei mir auch ein kleines Fail. Wow. Hier ist ein kleiner Fail-Tip, falls ich runterfalle. Was ganz praktisch ist, aber. Ja, gut. Wir haben die Coins verloren, was wir machen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier hoch und gucken mal. Wie ist das hier? Egal, ja, das sieht nach dem Play aus. Hier ran zu. Oh Gott, hier ran zu springen. Ich glaube, wir kriegen aber nur Coins, wenn ich ganz. Nein. Geh wieder zurück. Das war schon fein so. Geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Das war schon okay, so wie es war. So, zack. Ich nehme das doch. Zack, bam. Das ist sehr unangenehm, weil ich muss hier ranspringen und das ist nicht so ganz genau. Und oh Gott, wir haben es geschafft. Okay, das Ranspringen ist auch nicht so... Ja, du musst halt ein bisschen Glück haben, ne? Das gehört dazu. Das ist aber ein bisschen Glück... Oh Gott, die Wand wollte mich da... Hey, du Arsch. Hat er mich einfach gedamaged. Was soll das denn? Hier ist ganz viel Feuer. Gehen wir einfach mal durch. Ignorieren einfach mal das ganze Feuer. Ich glaube, wenn wir hier runterfallen, ist das sehr böse. Deswegen lass uns einfach mal aufpassen und das nicht tun. Ja, wir gehen runter und gehen aber nicht nur nach links. Ne? Das nervt ein bisschen, weil du musst so ein bisschen oben runter, links. Und, die Steuerung ist nicht so besonders, aber wir landen hier. Perfekt, sind hier gelandet. Wir können einfach rüberspringen. Das heißt, das Feuer interessiert uns hier. Es tut trotzdem, wenn du auf Feuer steigst. Hier ist aber der Ort, wohin müssen. Hier rein und zack. Oh Gott, Feuer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, hier runter müsste der Play sein. Ich weiß nicht, wo wir sind. Oh. Aber wir wollen in dieses Loch da hinten. Können wir bestimmt irgendwie da reinspringen, aber mein Plan ist eher go und zack und easy peasy und looping und hier sind wir. Easy Level. Das war aber ein langes Level. Ich sag, wäre es lang, ist ja 7 Minuten. Ich habe tatsächlich gedacht, das ist über 10 Minuten mehr, aber es ist interessant. Es ist interessant, mehrere Sections und so weiter. Vermutlich an der detailliersten Level, muss ich ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, was hier im Zentrum der Ruinen sein soll, muss ich sagen. Oh. Teleporter. Oh nein, noch nicht mal. Was finden wir hier im Zentrum der Ruinen? Etwas, was uns helfen kann? Okay. Bewegt sich wieder das Wasser. Wow, what's this? Was ist denn da? A mural. Ein Wandgemälde. Ein riesiges Monster, das alles angreift. Oh nein, könnte es Chaos sein? Nein. Nein. Wie wollen wir dieses Monster besiegen? Warum sind wir jetzt zum Zentrum gegangen? Oh, jetzt werden wir natürlich weggeportet. Oh nein, alles brennt. Oh nein. Das ist auch wieder Chaos. What's this place? Was ist denn hier passiert? Where am I? This is really weird.
Das ist echt komisch. Meine Güte. Gucken wir mal. Ich finde es schön, dass unser Armreif leuchtet. Alles brennt. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht meine kleinen Babys. Oh nein. Der Tempel am Brennen, die Emeralds weg. Der Master Emerald weg. Der Krieg. Der Krieg ist schuld. Ja, das frage ich mich auch. Warum nur? Warum musste das passieren? Ja, auf jeden Fall. Lass es verhindern. Wie willst du das eigentlich tun? Warum ist der Master Emerald schwarz? Wie verhindert sie das bitte? Hat sie Chaos gerufen und dadurch ist irgendwie, dass der Krieg gestoppt worden und war alles verantakt oder so? Ich verstehe die Backstory nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Eggman? Eggman. Eggman. Ganz genau. Wir kriegen nicht meinen Boy. Was macht er hier? Genau, wir kriegen Eggman. Keine Sorge, wir machen ihn fertig. Eggman, mein Boy, du bist. Deine Zeit ist reif. Das ist der muss im Egg-Carry einfach direkt schon eine Anlegestelle, auch wenn es explodiert ist und so weiter. Haben sie jetzt einen Turm und so weiter. Fahren wir mal dahin. Das ist jetzt einfach die Egg-Town. Wait, okay. Und vielleicht erinnert ihr euch, ist mir das noch nicht so weiter. Hier waren wir mit Gamma schon. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, übrigens. Vielleicht muss ich hier hin. Wieso nicht? Wir können es mal probieren. Oh, Moment. Ich glaube. Ach Gott, nicht wieder das. Ich glaube, ich. Ah, es ist aber sehr easy, das und das und. Easy win. Probably muss ich hier hin. Final Egg. Das klingt gut. Oh, es ist die letzte Stage. Eventuell machen wir jetzt den letzten Boss. Ich meine, Chaos ist ja nicht, oh Gott, nicht ganz besiegt, aber okay, wir kriegen den Death. Okay, egal, wir machen es jetzt, let's go. Lange genug hat Eggman hier seinen Mist gebaut. Und wieso homet er eigentlich in den Laser? Was ist da los? Okay, zack, wir brauchen erstmal Protection und das Leben zurück. Dankeschön. Let's go. Okay, oh Gott, nein, Haken, lass mich mal lieber... Okay, wir wurden gedamaged. Gott verdammt. Aber wir haben den Checkpoint. Okay, dann machen wir halt einen kaputt und gehen da durch. Die sind ein bisschen nervig, weil die können mich... Oh nein, die können mich kriegen und dann chargen sie mich und das gefällt mir nicht. Wir sollten die Haken auch hier am besten dodgen. Das wäre sehr gut und... Ach, verdammt. Ja, da konnte ich sehr viel für. Oh Gott, was haben die da vor? Wir können aber hier hoch, indem wir den besiegen. Und haben einen neuen Save Point. Das ist doch. Oh Gott. Nee, da sollte man nicht rein. Oh Gott, da sollte man auch nicht rein. Gehen wir mal hier. Oh nein, nein, nein. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Nein. So. Ja, das hat super geklappt. Das machen wir nochmal. Nicht in die Stacheln und noch nicht runterfallen. Das wäre eine sehr, sehr schlechte Idee. Ich finde es dann, dass der Time resettet wird, wenn wir irgendwann sterben. Ich glaube, eigentlich kannst du halt. Oh Gott, oh boy. da sind wir ganz toll an der Decke gerade. Ja, das ist alles wieder sehr stabil. Gehen wir mal hier runter und chargen uns mal. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Ja, es ist sehr stabil, wie das wieder funktioniert mit den Physics, dem Langlaufen. Ja, Sonic nicht. Ist okay, laufen hier lang. Und neue Chapter, oh boy. Neue Chapter des Levels. Kriegen wir ein paar Coins aus dem Netz. Oh Gott. Okay. Ja, lauf einfach mal langsam. Das sieht fein aus. Hier wirst du ja immer dazu genötigt, auch in einer Linie zu laufen. Und dann ist das auch okay. Ich glaube, wir sollten... Das ist ein bisschen Jump'n'Run-Section. Das kriegen wir hin. Wir sollten hier weiterkommen. Ist das der Final Egg? Und das Final Egg machen wir auch fertig. Die Frage ist ja, wie wollen wir das Egg haben? Wollen wir das Egg gebraten haben? Wollen wir das Egg gekocht haben? Das ist natürlich die große Frage. Ich würde jetzt eher sagen, wir wollen es gerührt und nicht geschüttelt haben, was auch immer das bedeuten soll. Aber wir werden das Final Egg knacken. Und sieht auch erstmal recht gut aus. Warum auch immer wir gejumpt haben. Oh. Okay, gut. Wir haben einfach mal den ganzen Boden zerstört. Wieso nicht? Nehmen wir mal die ganzen Sachen hier auf. Wieso nicht?
Müssen wir aufpassen, dass wir nicht von dem riesigen Hammer, warum auch immer hier ein riesiger Hammer ist, getroffen werden. Das wäre nämlich schlecht. Okay, sind auf der Plattform hier, glaube ich, erstmal recht safe. Okay, Hammer sind wir gedodged und müssen hier hin und Homing Attack hilft mir und super. Und haben den Aufzug. Nun, wunderbar, da fahren wir mal mit dem Aufzug. Wieso auch nicht? Wieso auch nicht? Okay, erstmal sieht es gut aus, könnte ich so zu weit runterfallen. Das sollte fein sein. Wir haben schon gelernt, dass wir eigentlich recht viel runterfallen können. Also dementsprechend sollte das nie ein Problem sein, aber ja gut. Ich weiß nicht, wo wir hier hin sollen. Ah, da hinten sich wieder eine Plattform. Die sind natürlich super, wenn sie halt plötzlich einfach nur auftauchen und man nicht vorher weiß, wo sie sind. Das ist nicht klasse. Ich sollte hier einen Shortcut nehmen können. Easy. Oh Gott, das wäre beinahe schlecht ausgegangen. Da wäre ich beinahe freiwillig einfach runtergefallen. Aber ja, wir haben hier einen schönen Aufzug und weiter geht's tief ins Final Egg hinein. Ich meine, wir haben den riesigen Tower gesehen und den bauen wir jetzt quasi runter. Ah, das ergibt sogar schon Sinn. Es ergibt Sinn, Leute. Sonic ergibt Sinn. Krass, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Wir sind hier unten. Hallo. Emergency, Emergency. Super. Ich weiß gar nicht, ich möchte mal hier gucken, was ist hier oben? Ah, nur Coins. Na, wunderbar. Und mit, ach, wir werden die eh schon wieder gleich verlieren. Sind wir ganz ehrlich. Lohnt sich jetzt nicht. Oh, hi, Boys. Hi, Boys. Hi, Boys. Mal kaputt. Let's go, Boys. Let's go, Boys. Guckt euch mich mal an. Guckt euch mich mal an. Guckt euch mich mal an, die blöden Krabben, die alle respawnen. Okay, lass da hinten sieht es ganz gut aus. Lass mal die Krabben in Ruhe. Hallöchen, Krabben. Na? Ich meine, das ist auch cool. Einfach spacen, einfach alle Krabben töten. Aber wieso nicht? Bin ja schön. Ich hab was vergessen. Übersehen, sagen wir es mal so. Okay, Windkraft. Das ist natürlich super. Hatte geklappt, aber das ist nice. Ich meine, das nice am Schutzschild ist auch, wir nehmen einfach alle Mützen mit, die da sind. Ich kann verschiedene Dinge tun. Machen wir mal das hier. Moment, warte. Das bringt mich aber, glaube ich, nur an Coins, oder? Okay, wir haben schon Shit, wir haben... Oh, let's go. Okay. Das bringt mir natürlich sehr viel. Wir laufen einfach durch. Let's go. Das bringt mir sehr viel bei einer Section, wo ich nicht laufen muss. Beziehungsweise ich viel laufen muss. Aber hier hilft es mir. Ist aber schon weg. Ja, wunderbar. Coins. Oh boy. Okay, jetzt fallen wir doch, obwohl es eben gefährlich war. Oh Mann. Und hier fallen wir dann runter. Wunderbar. Okay, machen wir das nochmal. Wir haben meine ganzen Münzen verloren. Ich glaube, wenn ich... Oh, schlechte Idee. Oh nein. Ich glaube, wenn ich hier lande, kann ich mich... Okay, never mind. Ich dachte, ich krieg vielleicht ein bisschen was Positives dabei raus, aber nein. Ich brauche aber... Ah, okay, hier muss ich landen. Ich brauche wieder Coins. Sonst, wenn ich einmal gedämmt bin, sterbe ich. Da ist ein Coin. Okay, Luft, danke. Coins. Ich bin nicht automatisch tot. Und das ist die Hauptsache. Oh, nicht schon wieder die Dudes. Hallöchen, na, ich möchte einmal da lang. Lasst mich einfach in Ruhe explodieren. Oh oh. Hallöchen, na, ich lasse euch einfach in Ruhe. Dann ist auch alles okay, nicht? Hi, na. Ich möchte mit dem meistens nicht anlegen. Ich glaube, das ist nicht förderlich für mich. Ah, der Schießstand! Das hatten wir ja schon. Da sind wir mit Gamma direkt am Anfang lang gelaufen, wo wir mit Sonic quasi jetzt am Ende sind. Das ist natürlich auch ziemlich. Oh Gott, lass mich. Oh. Ich glaube, die muss ich sogar besiegen. Weil, to be honest, ich krieg sonst nicht. Hin? Oh Gott, ich hab keine Coins mehr. Ich krieg sonst nicht hin, mich zu chargen, glaube ich. Ah. Okay, die sind einfach unfähig. Let's go. Nein, er hat mich gehauen! Dieser Bastard, ich komme jetzt für ihn. Obwohl, na gut, ich hab direkt hier das. Die Möglichkeit. Dann lassen wir uns einfach mal. Hallo, Guys, na. Macht mal eure Sachen. Auf Wiedersehen. Wait. Yo, the fuck? Oh, ich habe ja den Charge Attack. Das war nicht das, was ich geplant habe. Es hat funktioniert. Wieso nicht? Hallöchen. Also, nicht hier. Hallöchen. Hallo? Okay. Hallöchen? Sonic? Oh. Ich habe einfach ein paar... Sonic hat ein paar Anläufe gebraucht, um zu verstehen, dass das Level vorbei ist. War das nicht das letzte Level? Der kommt auf jeden Fall hoffentlich noch was. Yeah, das... Wird gepasst haben. 27. Vielleicht ist es nicht das letzte Level. Ich weiß es nicht. Maybe not. Das ist ein Reaktor.
Crazy. Okay. Eggman, was machst du hier? Im Inneren. Springen wir runter. Hallo, ich bin Sonic. Deine Nemesis. Oh ja, das sieht nach Endgame aus. Guck mal, was sich gebaut hat. Einen riesigen Endroboter. Ist es nicht mein Kumpel Eggman? Überrascht? Deswegen ihn überrascht. Du hast keinen Grund, überrascht zu sein. Ich bin dir gefolgt. Oh boy. Er hat einen riesigen Dude. Ich erinnere mich. Oh, er zerstört sein eigenes Innenleben. Das ist ja wunderbar. Das ist sehr smart von Eggman. Zum Glück hat er hier convenient eine Rakete gestellt. Also wir folgen ihm mit der Rakete. Let's go, Eggman. Wie mache ich jetzt fertig? Kannst mich mal. Ah, oh, da haben wir es. Der Egg Viper. Ja, der eventuell Final Boss. Haben wir hier Coins? Coins? Ah, Coins. Meine. Ah, Lebensgrundlage. Vergiss es. Lass mir doch nicht einfach abschießen. Ich meine, solange man hier in Bewegung bleibt, ist das immer fein, weil ich mich erinnere. Aber ja, Eggman ist ein sehr smarter Boy. Tja, Eggman. Oh Gott. Eggman, nein! Oh nein. Nein, Eggman, nein! Schieß mich nicht ab! Eggie, Maggie! Eggman? Oh boy. Das war ein closer Dodge. Tja, Eggman. Oh nein! Und er ist weit weg, aber er aktiviert die Dinger. Das heißt, jump, jump, jump und bam, Eggman! Jetzt sind wir tatsächlich auf der anderen Seite der Plattform. Das heißt, das ist auch eigentlich ganz nett mal. Jetzt sehen wir mal die andere Seite. Ich möchte mal hinlaufen, einfach ein paar mehr Coins zu nehmen. Das wäre nicht. Damit habe ich eine Chance, vielleicht sogar noch was einzusammeln, weil ich 4 Coins dann droppe. Oh Eggman, was hast du vor? Tja, schießt du nur, du kannst mir gar nichts, Eggman. Tja, ich verstehe nicht, warum er rauskommt, sondern hahaha. Ich verstehe nicht, wieso er das tut, aber ich nehme es. Tja, Sonic. Tja, Eggman, und wir haben schon fast die Hälfte runter, mein Lieber. Tja. Es gibt nicht mehr viel, was du tun kannst, Eggman. Wir bringen dich down, wir machen dich down. Ich meine, wir, naja. Ich und Sonic. Und was machst du, Eggman? Eggman? Er beschießt mich. Ja, ich bin dir gedodged. Das gefällt dir wohl gar nicht. Tja, Eggman. Ich hab das Gefühl, das können wir in 1, 2, 3. Bam! Und jetzt noch zweimal, glaube ich, und wir haben dich, Eggman. Tja, es gefällt dir sicherlich nicht, dass ich besser bin als du. Ich stärker bin als du. Ich bin Sonic, du bist Eggman. Du hast mich noch nicht einmal getroffen. Noch nicht einmal. Okay. Tja, Eggman. Das war ein Fehler. Ha, wir müssen noch zweimal. Aber ist okay. Tja, Eggman. Da haben wir dich und deine Tricks. Oh. Das ist schlecht. Da ist die ganze Plattform weg. Oh. Und er zerstört den Boden. Das wird schlecht, Eggman. Lass es mal lieber. Aber alles ist kein Ding. Du bringst mich zu dir. Muss ich noch einmal treffen. Eggman, du bist am letzten Leben. Du hast nicht mehr viel. Zerstör nicht. Kein Ring mehr. Wir haben keine Ringe mehr. Oh doch, das werde ich, Eggman. Oh Eggman. Großer Fehler, dich mit mir je anzulegen. Und damit haben wir Eggman besiegt. Er kann uns nichts, denn wir sind Sonic und er ist Eggman. Etwas vor? Was hat er vor? Eggman? Oh boy. Und das sollte man auf jeden Fall dodgen. Aber keine Sorge, wir sind gedodged. Easy win, easy life. Auf Wiedersehen, Eggman. Get on my level. Ja, und damit haben wir Eggman besiegt. Nice. Na, noch 5 Coins sogar bekommen. Haben wir noch nicht mal gehittet. Unfortunate. Ich glaube, wir haben nicht gehittet. Ich weiß nicht. Wir haben ihn besiegt. Und er ist sogar am Abrauchen. Tja, Eggman. Alles kaputt von dir. Geh weg. Du bist besiegt. Gestehe dir diese Niederlage ein. Hey, Tails, mein Buddy. Wir haben es geschafft. Wir haben Eggman besiegt. Ach, das ist doch nice. Und Sonic, glaube ich, rennt eher vor Tails weg. Aber da ist unser Boy. Unser Boy Tails. Wir laufen sehr, sehr weird an den Hängen. Aber wir sind Sonic. Wir interessieren uns nicht für Gravitation. Das hat uns noch nie gestört. Ja.
Und das ist natürlich schön. Wir leben happily ever after. Sonic und Tails unterhalten sich gerade, erzählen sich einen schönen alten Witz. Und Sonic schön ernst, wie er guckt. Und Jump, weil er ist Sonic. Peace. Na, nicht wirklich Peace, aber hey, er ist der Boy. Ja, und damit haben wir die Geschichte von Sonic the Hedgehog durch und damit eigentlich schon die Hauptstory. Es kommt, nachdem wir alle Charaktere durch haben, noch etwas. Wir haben jetzt vom Super Sonic, habe ich auf Steam gesehen, 2 von 6 freigeschaltet. Wenn wir alle Story-Elemente durchgespielt haben, kommt nämlich noch ein extra Ding. Aber das habe ich tatsächlich persönlich noch nie selber gespielt. Das wird interessant, aber wir haben noch 4 andere Charaktere, die wir durchspielen müssen. Big haben wir jetzt, Sonic haben wir jetzt. Die anderen 4 sollten nur noch eine Frage der Zeit sein. Und ich würde sagen, in 2-3 Parts werden wir vermutlich bald schon vor dem Ende stehen. Aber ich hoffe, es hat der Sonic-Teil euch jedenfalls gefallen. Das war wieder der Hauptstory-Teil und der längste Teil, den man haben kann. Und ich würde mich dann auf jeden Fall verabschieden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich sage bis dann und ciao.